Hallo Leute, heute werde ich euch zeigen, wie man WLAN-Passwörter euch anschauen kann, aber nicht hacken, nur die gespeicherten Passwörter. Dafür könnt ihr zwei gute Apps benutzen. Eine wäre Root Browser und eine wäre Wi-Fi Reminder, ganz unten rechts. Erst die erste Methode, der Root Browser. Root Browser ist kein WLAN-Hacker, das ist nur ein File-Manager, aber ein Root-File-Manager. Um WLAN-Passwörter anzuschauen, braucht ihr Root-Rechte. Erst gehen wir mal zur Data und zum MISC, Wi-Fi. WPA Supplicant, RB Text Editor. Ja, hier werden unsere WLANs und die Passwörter. Hier ist der WLAN-Name, hier Passwort. Hier WLAN-Name, hier Passwort. SSID wäre der WLAN-Name. PSK ist das Passwort. Können wir zurück, das war die erste Methode. Diese Apps können wir benutzen, wenn wir das Passwort vergessen. Die zweite Methode wäre Wi-Fi Reminder. Diese App will auch Root. Können wir mal reingehen. Ja, wenn ihr zu dieser App Root-Rechte gibt, dann braucht ihr nicht mal warten. Hier sind all unsere Passwörter. Hier könnt ihr die auch sharen mit Wi-Fi oder mit Bluetooth oder sowas. Und das wäre die zweite Methode. Die zweite Methode ist ganz kurz. Diese App ist nicht mal 1 Megabyte, soll ich auch mal sagen. Ja, danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu drücken. Und viel Spaß mit euren Apps.